Hallo und herzlich willkommen zu Spin Tires. Ja, wir wollen heute uns ein bisschen was angucken. Ich habe wieder einen Mod rausgeholt. Der hat nicht ganz so viel Sinn, aber es sieht einfach unglaublich geil aus, diesen Mammutbaum zu transportieren. Sag ich mal, ich weiß nicht genau, ob es wirklich ein Mammutbaum ist. Auf jeden Fall ist das Ding fast schon zu groß für die Kamera. Ist ja auch schon mal nice. Ich habe mir jetzt Ketten hinten drauf gemacht, damit es vielleicht noch ein paar Meter vorangeht, bevor der kleine Truck hier verreckt. Ich wollte es extra auf dem kleinen Truck machen. Ich finde, das sieht unglaublich aus. Alter. Ich glaube, ich habe einen großen erwischt. Welcher Kran hat das denn da raufgehoben? Alter. Das ist mal ein Baum. ja, wir fahren mal los. Heute wollen wir also mal wieder einen kleinen Mod-Test mehr oder weniger machen. Ich gebe gerade Gas. Würdest du fahren? Ja, gut. Ich glaube, das war's. Nein? Ja. Nee. Hinten haben wir schon irgendwo einen kleinen. Ja, sind wir schon mal eingeschlagen. Obwohl, man könnte jetzt auch mal gucken, ob man sich nicht hier irgendwo retten kann. Haben wir da irgendwelche Sträucher? Auf der Seite. Nö, leider nein. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich zurückfahren. So, ich hoffe, ich bin immer noch da. Die Aufnahme hat sich gerade ganz kurz geschlossen. Komm. Ich glaube fast, wir müssen uns zurücksetzen zur Werkstatt. So. Und dann machen wir jetzt nämlich eine neue Tour. Ich möchte euch eigentlich nur zeigen, wie geil dieses Ding aussieht. Ey, Alter, was ist denn das für ein Gerät? Ich finde das immer noch ein bisschen. Ich merke gerade, es ist ein bisschen chaotisch heute. Es gibt bei dieser Ladung auch keinen richtigen Sinn, soweit ich weiß. Ich glaube, man kann damit kein Holz transportieren. Weil man kauft das quasi hier im Shop schon mit beladenen Baum. Ist natürlich auch irgendwo extrem geil. Ja. Das Miese ist, wir können eigentlich nichts tun. Glaube ich. Jedenfalls nicht mit dem kleinen Blauen. Gefällt mir aber trotzdem irgendwie. Ich werde mich nochmal zur Werkstatt zurücksetzen. Ich habe eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Wir bauen das Ding erstmal ab. Hier sieht man, dann ist das gleich komplett weg. Dann kann man hier auch noch so eine andere Auflieger machen. Zum Beispiel den Kran. Das ATV, das ist langweilig. Nehmen wir doch mal, probieren wir mal einmal den Kran. Den Bagger. Ups. Bringe dein Fahrzeug in Position. Können wir natürlich auch machen. Das Ganze nennt sich irgendwie Aufliegerpaket oder sowas. Ich verlinke euch mal die Mod-Seite von Spin Tires. Ich kann euch da nicht genau den Mod verlinken, sondern nur die Seite, auf der aktuell da der Mod zu finden ist. Zum aktuellen Zeitpunkt des Videos. Oh. Da sieht man schon beim Ankuppeln hat er schon Probleme. Er kommt, glaube ich, noch nicht mal von der Stelle. Ja, ich weiß, was ich machen werde. Ich hole mir was, womit man das Ding ziehen kann. Und dafür müssen wir jetzt mal hier runterfahren. Da hinten sollte ein Typ C stehen, den kann ich mir ja schnappen. Und mit einem Typ C sollte man den dann schon halbwegs ziehen können. Ansonsten, was ich jetzt den Tage noch ausprobieren wollte, mal einen LKW reinzunehmen, mal einen großen. Das kommt dann wahrscheinlich im morgigen Part. Und ja, ist auf jeden Fall mega geil, dieses Zeug. Das ist so. Vielleicht geht der 1 Plus hier gerade besser. Ja, der 1 Plus geht gerade besser. Manchmal habe ich aber das Gefühl, gerade bei den kleinen Sachen, dass 1 Plus unnötig ist, weil der teilweise im Automatikmodus im vierten, fünften hochschaltet und dann hier wirklich schnell fährt. Ich habe vorhin mal einen Buggy getestet. Das werde ich aber, glaube ich, nicht vorstellen, weil das Modell an sich einfach sau schlecht ist. Das Fahrverhalten ist zwar genial, aber davon hat man, finde ich, nicht viel, wenn ja der Rest so ja nichts taugt, kann man auch sagen. Sonnebaumladung, das ist es ja mal. Da kann man mal richtig was schaffen. Junge, gib mal Gas. Soll ich vielleicht doch nochmal Automatik probieren? Vielleicht schaltet er dann höher. Zweiter. Komm. Bisschen mehr Gas. Wenn wir hoch in den dritten kommen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon schneller
Dann sind wir hier effizient unterwegs, würde ich sagen. Ah, beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Oh nein, oh nein, oh nein. Geht er wieder runter in den zweiten. Naja, einen Top-Speed-Rekord werden wir jetzt hier nicht brechen. Aber da vorne steht der C, also der Typ C, den wir jetzt mal benutzen wollen. Mit dem Typ C sollte man den Baumstamm eigentlich halbwegs ziehen können, den dicken. Wenn man den überhaupt irgendwo mit richtig gescheit ziehen kann. Wahrscheinlich auch mit dem 8x8. Aber ganz ehrlich, der 8x8, Leute, der ist mir immer ein bisschen zu OP. Ich möchte eine Herausforderung haben. Spin Tires ist eigentlich ein Spiel, was von der Herausforderung lebt, dass man sich anstrengen muss, um irgendwas Sinnvolles mit diesem Boden zu tun. Sprich, irgendwie durchkommen. So, und dann fahren wir jetzt erstmal den Typ C quasi zur Werkstatt, beziehungsweise da das hier ja mehr oder weniger mal, das ist so eine Mischung aus Let's Play und Mod-Vorstellung. Ja. Und ups. Dann möchte ich gerne das abbauen. Mittlerer Holzanhänger, der kommt auf jeden Fall weg. Dann kommt die Kranstütze weg. Dann kommt der Kranwagen weg. Dann kommt, Sattelkupplung, geht die gar nicht? Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Große Räder. Ja, geht nicht. Wir können damit also jetzt mal ganz live ausprobiert nichts transportieren. Sprich, nichts von diesem Paket. Was man aber noch... Ach, dann zeige ich euch den doch eben. Bei meinem kleinen Test hier. Ich habe da hinten noch einen stehen. So. Quiel ich mich mal hier durch. Ich habe da vorne noch einen Buggy stehen. Schon extrem geil. So. Oder wir probieren es doch mal mit Truck und nehmen den hier als Verstärkung. Das werden wir gleich auch mal machen, denke ich. So. Typ A. Das ist jetzt nur so ganz kurz am Rande. Das Ding ist verdammt nice. Man kann da verschiedene Reifen draufziehen. Straßenreifen, Offroad-Reifen und diese Ultra-Reifen, die ich jetzt hier gerade drauf habe. Ich finde aber das Texturenmodell an sich zu schlecht und möchte euch jetzt eigentlich, ja okay, vom Fahrverhalten her ist es halt wirklich geil. Guck mal, wie der hier springt. Das ist so richtig, ich weiß nicht, das ist so eine richtige Drecksau zum Spaß haben. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Vom Fahrverhalten her, aber ich finde das Ding so hässlich, dass ich dafür jetzt nicht extra ein Let's Play Part machen wollte. Wow, das Ding ist so biestig, ne, weil es auch so schnell ist und das zieht sich auch mal eben 70 Liter rein pro Minute. Ist einfach so ein richtiges Monster. Boah. Achtet mal darauf, wie schnell sich die Räder drehen, dafür ist das Spiel kaum noch gemacht. So ungefähr. Und dann wollen wir uns mal hier in die Matsche reinfressen. Ach so, mit den dicken Reifen geht man da natürlich auch nicht so tief runter, stimmt. Habe ich ja vorhin schon mal ausprobiert. Uah. Schlimm. Also ich muss sagen, ich werde diese Woche jetzt mal eine kleine Testwoche machen. Sprich, immer Sachen, die mir im Internet so gefallen für das Spiel an Erweiterung, werde ich jetzt mal testen. Nächste Woche werde ich dann, glaube ich, wieder eine Session machen. Halt auf Simulation für die Simultanten. Sprich, im Hardcore-Modus mal einmal so ein komplettes Ding hier durchspielen, so eine komplette Map. Und da sollten wir eigentlich gleich ans Wasser kommen. Da möchte ich euch nämlich einmal zeigen, wie das Ding sich hier im Wasser verhält. Das habe ich auch ausprobiert, das ist etwas lustig. Der schwimmt so leicht oben auf teilweise. Also wenn man sehr viel Gas gibt, erreicht man es teilweise, dass der fast über dem Wasser schwimmt. Kommt es mir so vor. Könnte man natürlich jetzt auch mal riskieren, einfach da hinten rüber zu fahren. Aber hier sieht man es schon. Extrem geil eigentlich. Boah, ist das eine Wasserfontäne, die der hier hinterlässt. Gucken, ob man damit auch ein U-Boot machen kann. Oh, der bekommt kaum Schaden eigentlich. Sprich, U-Boot. Okay, wenn jetzt der Motor aus ist, vorbei, weil dann läuft der Wasser rein und dann... Ja, wir haben das Ding geschafft. Kommen wir da noch irgendwie tiefer? Nö. Ja gut, wir haben gekillt. Das Ding ist auch, sag ich mal, ja, muss nicht sein. Warte mal. So. Also das Ding ist so ein bisschen einfach mal reinfahren, ein bisschen durch die Gegend springen.
Und jetzt möchte ich gerne, wo ist denn meine Maus? In der Ecke. Zur Werkstatt zurücksetzen. Und dann werde ich jetzt mal den Bagger versuchen zu ziehen. Bringe dein Fahrzeug in Position. Natürlich, können wir machen. Jetzt haben wir, glaube ich, einfach hier so den Trailer stehen. Ach, es geht, okay. Entfernung verringern. Kann ich leider nicht. Tut mir leid. Oder kann ich... Na, kann ich nicht. Gut, man merkt, ich habe mich nicht so ganz drauf vorbereitet. Ich wollte einfach mal drauf losspielen, wie das alles so funktioniert mit den Mods. Und nun haben wir dann, ja, die Konsequenz. Manche Sachen funktionieren einfach kaum. Aber jetzt probiere ich mal, mich hiermit so ein bisschen vorzubewegen. Kommen wir da vorne hin, von hier aus. Mit der Umsteigfunktion. Ich glaube, das ist zu weit, ja. Ich werde nämlich den hier jetzt so ein bisschen immer als Gerät zum Rausziehen benutzen. Vielleicht hätte ich hier auch, obwohl, na, der Kran bringt mir, glaube ich, im Endeffekt nicht so viel. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich es mir hier am einfachsten machen kann. So. Ich fahre den jetzt erstmal hier hin. Steht da nicht so ganz unmittelbar im Weg. Okay. Jetzt geht's los. Starten wir den Motor. Reifen mit Ketten natürlich drauf. Alles andere wäre hier, glaube ich, Wahnsinn. Und die Kurve hier schön ausfahren, weil der Trailer ist und bleibt verdammt schwer. Wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Er packt es einfach nicht, der Junge. Wir müssen echt den jetzt schon holen. Das hätte ich nicht gedacht. Bisschen früh. Aber klar, es ist ein Mördergerät. Der Trailer ist sauschwer, hat hinten, glaube ich, sogar Straßenbereifung drauf. Das heißt, er sinkt extrem ein, bleibt stecken, hat keinen Grip. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir das hier irgendwie gestemmt kriegen. Ich glaube, für diese Ladung sollte man ganz einfach eigentlich den großen 8x8 benutzen, wenn man die ernsthaft mal transportieren möchte. So. Und der Gerät hier, der schafft das schon deutlich besser. Jetzt müsste ich natürlich mal einmal kurz hier die Räder gerade stellen. Und dann kann man wieder rüberspringen. Umsteigen hier. Na! Soll ja schon hier passen, ne? Weil schon krass, diese riesigen Ladungen. Irgendwie ziehen wir die aber jetzt noch hier durch den Kakao. Das möchte ich jetzt einfach. Komm! Zieh, zieh, zieh! Natürlich sauschwer zu beherrschen. Da müsste jetzt im Multiplayer für den Fall, dass irgendwann mal Mods gehen, einfach einer hinten setzen, der sich ziehen lässt. Und dann wäre das Ganze auch gleich viel, viel cooler. Ah. Wir hauen ja echt alles um. Ob wir da mit dem Typ C überhaupt durchkommen, ist eine andere Frage. Aber dann mit einem Truck dahinter im Schlepptau ist eine ganz andere. Alter, Alter, komm, zieh. Bist du denn für ein Schwächling? Vielleicht haben wir hier irgendwo Glück und können uns rausziehen. Ah, ohne Anhänger schafft er das. Aber mit ist halt das Problem. Beziehungsweise nicht Anhänger, kann man ja nicht sagen. Alter.
Der packt es nicht, der packt es nicht. Jetzt müsste man vorne noch eine Winde festmachen können. Dann könnte man nämlich erreichen, dass sich hier alles komplett festfährt. Lösen. Und gucken, ob wir hier jetzt so rauskommen. Ich glaube es fast. Und dann fahre ich den jetzt einfach mal hier an die Seite. Und versuche nochmal nur mit dem hier irgendwie was zu machen. Und 20 Meter ist er weg. Danke für die Information. Boah, ist das ein Gerät hier. Ah. Ach, Motor anmachen wäre auch mal schlau. Ich möchte jetzt auf jeden Fall diese Woche mal einfach ausprobieren, was so im Spiel möglich ist, was es im Moment schon so gibt. Und hoffentlich finden wir da 3-4 lustige Sachen, die uns gefallen und Spaß machen. Auf jeden Fall diese Sachen, das ist halt mehr Optik im Moment, muss ich ehrlich sagen. Aber es macht trotzdem verdammt viel Spaß. Aua. Komm, komm. Wenn ich hier echt durchkomme, ne? Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich hier mit Jeep ohne Ladung nicht durchkam. Aber hier mit so einem Mega-Ding, das wäre schon fast peinlich, wenn ich das schaffen würde. Beziehungsweise peinlich für die Leistung, die ich früher dann erbracht habe mit dem anderen. Oh, in dem muss aber dann auf jeden Fall mal hier Fahrzeug wechseln, Handbremse rein. Vielleicht schaffen wir es dann wirklich, dass wir uns hier rausziehen. Fahrzeug wechseln. Und ich habe doch die Handbremse drin. Ne. Komplett verzwickelt hier. Verzwockelt. Ne. Ende aus, Mickey Maus. Wir sehen uns morgen wieder mit einigen anderen Mods. Und ich sag ciao.